Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. So dichtete einst Goethe im Zauberlehrling und man könnte das vielleicht 1:1 übertragen auf unsere großartige EZB, die hat die Geister aus der Flasche gelassen und versucht sie jetzt irgendwie wieder in diese Flasche zurückzustopfen, aber das kann nicht gelingen, das wird nicht gelingen, aber es ist der Versuch jetzt eben diesen Geist wieder reinzustecken und dementsprechend habe ich dieses Marktgeflüster betitelt, Lagarde knickt ein, EZB, Zinsen und Negativzinsen, 8 Jahre haben wir jetzt diese Negativzinsen gehabt im September. So hat Frau Lagarde anklingen lassen, dürfte es dann vorbei sein mit diesen Negativzinsen. Was haben die uns gebracht? Naja, sie haben die Bankenlandschaft ruiniert, großartige Erfolgsgeschichte kann man sagen. Was haben die Anleihekäufe gebracht? Gut, man hat die Südeuropäer mitfinanziert in der Hoffnung, dass der Euro nicht aus der Kurve fliegt. Aber ansonsten haben wir jetzt eben die Geister, die sich austoben in Gestalt einer überschießenden Inflation. Und die EZB hat noch länger als die Fed dieses ganze Problem ignoriert. Man spricht hier von einem Complex Environment seitens Lagarde, also einem komplexen Umfeld, mit dem man es hier zu tun habe. Nein, das Umfeld ist relativ eindeutig. Wir haben Inflation und das Mandat der EZB festgeschrieben im Maastricht-Vertrag lautet Geldwertstabilität. Darum haben sie sich aber nicht so wirklich gekümmert, sondern um Klimaschutz, um das, alles andere, nur nicht irgendwie um die Geldwertstabilität. Und jetzt hat Lagarde heute eingestanden in einem Interview, naja, unsere Zinsanhebungspläne gehen einigen EZB-Mitgliedern nicht weit genug. Wahrscheinlich meinte sie damit den deutschen Bundesbankchef, den Holländer, den Österreicher, nicht aber die Griechen, nicht die Italiener, nicht die Spanier, nicht die Franzosen. Aber jetzt muss man handeln. Die Entwicklung lässt gar keine andere Alternative mehr zu. Lagarde beugt sich der Realität einer hartnäckig hohen Inflation, sagt Jörg Krämer, unserem letzten Gast in Boom und Bust. Man will jetzt also die Negativzinsen aufheben, will die Zinsen anheben, will diese ganzen Anleihekäufe irgendwann einstellen und will dann ein Zinsniveau von 1 bis 1,5% erreichen. Die neutrale Rate, so sagt es zumindest Jörg Krämer, dürfte bei 2,5 bis 3% liegen. Neutrale Rate ist der Zinssatz, der weder die Wirtschaft unterstützt noch bremst, aber sei es drum, es ist wie es ist ein Anfang gemacht. Man versucht also den Geist wieder in die Flasche zu bringen. 8 Jahre hat dieses Experiment gedauert und eine Allesblase hervorgerufen. Und wie hier Gold Telegraph schreibt, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat gesagt, die Situation heute ist fragiler, ist schlechter als in den 1970er Jahren, denn damals war die Welt noch nicht so verschuldet wie heute. Jetzt haben wir eine Riesenverschuldung und eigentlich können die Zinsen nicht steigen, aber wie willst du die Inflation in den Griff kriegen, wenn du die Zinsen nicht wirklich anheben kannst? Also das sollten wir immer bedenken, so schreibt hier Gold Telegraph, wenn wir von einem Soft Landing der Notenbanken hören. Und wir dürfen gespannt sein, ob dieses Soft Landing passiert, zumal wenn wir uns mal andere Sektoren, Energie und Rohstoffe anschauen. Hier zum Beispiel, alle sprechen von Öl und Gas, aber kaum einer spricht von dem Electricity Shock in Germany. Hier sehen wir mal den Preis für die Megawattstunde, neues Allzeithoch. Wir haben also praktisch einen zweiten Elektrizitätsschock, könnte man sagen, einen zweiten Stromschock. Wir sind jetzt bei $222 durchschnittlich für die Megawattstunde. Das ist das höchste Niveau, das wir je erreicht haben. Und gucken Sie mal an, wir waren noch 2020, 2021 so bei 30. Es hat sich also fast verzehnfacht. Und wie das Ganze funktionieren soll, wie da die Inflation runterkommen soll, ist nicht so wirklich klar, zumal eben etwa 1 Milliarde Menschen von Blackouts betroffen sein dürften, also von Stromausfällen. Und wir gerade hier in Deutschland mit unserer großartigen Energiewende, die von A bis Z durchgeplant, durchgerechnet, durchstrukturiert ist, so sehr, dass uns jetzt die Dinge auf die Füße fallen, da dürften wir vielleicht zu diesen 1 Milliarde Leuten dazugehören, aber gut. Die anderen sind dann irgendwo in Zentralafrika, also da sind wir immerhin auf einer Stufe. Afrika ist auch das Thema, was die Getreidepreise betrifft. Kampf um Getreide eskaliert, schreibt die Agrar heute. Das Chaos nimmt zu und wenn wir uns mal anschauen, was wir so in den letzten Wochen aus anderen Ländern mitgeteilt bekamen. Hier, Malaysia wird keine Hühnchen mehr
exportieren. Wir sehen, dass Singapur damit ein Problem hat. Wir haben von Indien gehört, die kein Getreide mehr exportieren wird, etc. etc. Also alle machen zu, versuchen sozusagen die Ressourcen sich zu sichern, weil sie ahnen, dass die Geschichte knapp werden könnte, weil in diesen Ländern auch die Preise steigen. Und all das führt dazu, dass wir eine Art Deglobalisierung erleben. Wir sehen hier, der Hochpunkt der ersten Globalisierungswelle, könnte man sagen, war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, dann ging es bergab, wurde erst in den 1970er Jahren wieder erreicht und dann kurz vor der Finanzkrise war der zweite Hochpunkt und seitdem geht es bergab mit der Globalisierung und das ist das, was durchaus keine gute Nachricht ist, denn nicht zufällig war der Absturz der Globalisierung ab 1914 dann auch eine Zeit schwerer Konflikte und Kriege und die Leute spüren das. Schauen wir uns mal hier zum Beispiel Google Trends an. Wie viele Leute googeln nach Rezession, wie viele Leute googeln nach Inflation? Das sind nach Rezession so viele wie seit dem Corona-Crash nicht mehr und zuvor Finanzkrise. Nach Inflation googeln so viele wie noch nie. Also die Leute schauen sich das genau an, wollen wissen, was da auf sie zukommt. Und die Zentralbanken, die haben ihren Gottstatus irgendwie verloren, sind etwa so glaubwürdig wie die reale Existenz von Einhörnern. Nur gut, in der DDR hat es die gegeben, gell? Da gab es den realen Sozialismus und reale Einhörner, aber halt hier die Zentralbanken jetzt mit einem gewissen Glaubwürdigkeitsproblem. Dennoch gute Nachrichten heute aus Deutschland, IFO-Index besser. Woher kommt der Optimismus? Vor allem von den Dienstleistern, die sagen, hurra, diese ganzen Corona-Maßnahmen sind jetzt gelockert. Aber die Bundesbank warnt, Ukraine-Krieg, Lieferengpässe, Inflation belasten die Wirtschaft. Ja, das tun sie. Das war auch der Grund, warum die Wall Street in der letzten Woche so eingeknickt war, eben weil Einzelhändler wie Target und Walmart klar gemacht haben, dass die Menschen schon mit so Grundbedürfnissen, die im Preis so stark gestiegen sind, wie Nahrung, so ausgelastet sind, so angespannt sind, was ihre finanzielle Situation betrifft, dass sie andere Dinge nicht mehr kaufen können. Und immerhin nochmal Optimismus der deutschen Wirtschaft, das könnte sich als nicht wirklich tragfähig erweisen. Schauen wir mal, wie der nächste IFO-Index dann ausfallen wird. Dennoch heute gute Laune. Es hatte sich an den Aktienmärkten, es hatte sich so ein bisschen angekündigt, auch charttechnisch. Hier wurde genannt zum Beispiel, Biden sagt ja, die Zölle gegen China, die könnten aufgehoben werden. Jetzt ist das ja nicht so, dass das eine Liebeserklärung an China ist, sondern es ist schlichtweg der Versuch, die Inflation ein bisschen runterzukriegen, denn diese Zölle verteuern natürlich die Einfuhren aus China und insgesamt haben die Amerikaner jetzt im Jahr 2022 durch den leichten Fall der Aktienmärkte schon 5 Billionen Dollar verloren. Gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten. Das ist keine schöne Kombination. Aber wir sind eben so überverkauft, dass solche seltsamen Nachrichten wie die von Biden irgendwie herangezogen werden als positiv. Also sagt man sich, jetzt kaufen wir mal wieder, nachdem vorher es doch sehr, sehr stark gefallen ist. Wir sehen hier etwa, dass der Nasdaq in Situationen ist, wie wir sie selten gesehen haben. Wir sehen die Journalisten, die über Bärenmärkte schreiben, wie zuletzt eben im Corona-Crash einmal und mehr als in der Finanzkrise. Und wenn die Stimmung so negativ ist, dann ist durchaus was möglich. Aber übergeordnet sehen wir, dass zwar die Stimmung extrem bärisch ist, Sentiment gegen Exposure, Sentiment also sehr negativ, aber das Exposure, also das, was die Leute faktisch noch im Markt haben, ist kaum zurückgegangen. Und das sagt mir, dass wir es wahrscheinlich auch heute wieder mit einer Bärenmarkt-Rally zu tun haben, dass dann nochmal was kommt nach unten. Außer die Fed steuert um, außer es geschehen Wunder, aber die zeichnen sich nicht ab. Insgesamt sehen wir, dass gerade Nasdaq-Titel verkauft wurden. Diejenigen, die ab Januar 2019 gekauft haben, haben 52% davon dieser Positionen sind wieder verkauft worden. Bei Nasdaq-Titeln, bei S&P-Werten dagegen nur 26%. Dementsprechend vielleicht jetzt auch beim Leitindex S&P kurzfristig mehr Potenzial noch nach unten, wenn dann mal wieder was nach unten kommt. Und hier sehen wir mal eine Umfrage der Bank of America, die ja unter ihren Kunden regelmäßig Umfragen macht, unter den großkopferten Vermögensverwaltern, wie auch hier Private Clients, das sind dann teilweise auch Hedge Funds. Und hier sehen wir, schauen wir uns mal an, wie denn deren Share of Portfolio Allocation to Stocks war, also wie stark ihre Gewichtung von Aktien war. Dann sehen wir, bei der Finanzkrise waren es keine 40%,
2012 bei der europäischen Schuldenkrise keine 50%, beim Corona-Crash waren es schon knapp über 50%, jetzt im Mai sind es über 60%, also alle sind noch drin, aber alle sind bärisch. Man glaubt vielleicht, das aussitzen zu können und hofft, dass die Fed ausbailt, dass die sich irgendetwas einfallen lässt, aber Mohamed El-Erian sagt, nee, das wird sie nicht tun, denn bisher aus Sicht der Fed läuft doch alles ganz gut, die Märkte funktionieren, wir haben keine Panik, wir haben keine Handelsaussetzungen, wir haben keine großen Pleiten von irgendwelchen Hedgefonds oder so. Und die Fed, die muss jetzt die Inflation bekämpfen und kann nicht einfach wieder Liquidität ins System einführen, kann also nicht nochmal weitere Geister aus der Flasche lassen. Das wird nicht möglich sein. Hier sehen wir mal Mike Santoli von CNBC, der hier zeigt, dass vielleicht ein bisschen Hoffnung auch Richtung Monatsende für die Aktienmärkte besteht. Denn wir sehen hier in dieser Grafik den S&P 500, der deutlich gefallen ist, während die Bonds, die Anleihen, sich wieder ein bisschen erholt haben oder nicht weiter gefallen sind. Und so könnte es sein, dass zum Monatsende so eine Art Rebalancing stattfindet, also wieder ein bisschen mehr, dass die Aktiengewichtung raufgefahren wird. Dennoch, wie Morgan Stanley sagt, naja, angesichts dessen, was da wahrscheinlich in der nächsten Berichtssaison auf uns zukommt, ist es realistisch oder wäre der S&P 500 realistischerweise bei 3.400 Punkten bepreist. Das war das Allzeithoch Februar 2020, kurz vor dem Corona-Crash. Wir würden also praktisch auf ein ehemaliges Allzeithoch stürzen und das wären etwa 600 Punkte, also durchaus Schmackes. Dann wären wir immer noch auf dem Allzeithoch kurz vor dem Corona-Crash. Und wann begann diese ganze Geschichte mit den Problemen an den Aktienmärkten, mit der hawkischen Wende von Jerome Powell, mit seiner Neunominierung durch Joe Biden einerseits und andererseits, als die Fed ein Problem bekam wegen ihren Aktivitäten einzelner Mitglieder in Sachen Aktien, die haben sich ja wunderbar eingesteckt und dann hat man das verboten. Man muss also mehrere Wochen vorher ankündigen, dass man das kaufen oder verkaufen will. Und seitdem diese Geschichte der Fall ist, geht es eigentlich für die Aktienmärkte bergab. So ein Pech aber auch, kann man sagen. Und auffällig ist, darüber wird derzeit gar nicht gesprochen, dass die Bankreserven, also die Reserveliquidität der Banken jetzt seit November 2021, das war die hawkische Wende der Fed, um 1 Billion zurückgegangen ist und das Quantitative Tightening, also die Reduzierung der Bilanzsumme, hat noch nicht einmal begonnen. Kommen wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir alle 7 Megacap-Tech-Stocks, also die Dickfische aus dem Tech-Bereich, sind mindestens 22% gefallen, am stärksten Nvidia, dann Meta, dann Tesla, dann Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet und Apple hält sich da noch am besten mit 22%. Unten sehen wir hier den Nasdaq 100 Breadth. Da sind wir, also die Marktbreite, praktisch das, was über gleitenden Durchschnitten handelt, hier der 200-Tages-Durchschnitt und das ist so gering wie seit 2008 nicht mehr. Aber ein Problem ist, neben der doch nach wie vor üppigen Positionierung der Investoren in Aktien eben die mangelnde Liquidität. Hier sehen wir, wie Lance Roberts beschreibt, dass erst wenn die Liquidität besser wird, auch wieder wirklich die Märkte nachhaltiger steigen können. Derzeit ist das noch nicht der Fall. Kommen wir nochmal zu etwas anderem. Kommen wir zu Taiwan. Kommen wir zum Verhältnis zwischen den USA und China. Hier sagt dann Hu Qixin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, ja, also wir haben doch viel mehr Feuerkraft schon in der Straße von Taiwan, wir, nämlich die Chinesen, als die Amerikaner. Wenn Biden also sagt, und das hat er heute gesagt, er will Taiwan auf jeden Fall auch militärisch verteidigen, dann könne er gleich seine Soldaten in Särgen zurückerwarten oder sie werden Fischfutter. Also das ist eine ziemlich klare Sprache, die hier passiert. Das riecht in mancher Hinsicht, wenn wir uns das mal anschauen, was ein Kollege heute direkt aus Shanghai uns übermittelt hat. Es riecht nach Kriegsvorbereitung in China. Dieser Lockdown ist vielleicht eine Art Riesenfeldversuch, um die Bevölkerung auf Krieg vorzubereiten. Das ist zumindest der Eindruck, den Ausländer vor Ort bekommen können. Dann hat China, der Sprecher des Außenministeriums, nochmal gesagt, die USA sollten nicht die Bereitschaft unterschätzen, sozusagen die Taiwan-Frage zu lösen. Das würde zur
nationalen Souveränität Chinas gehören. Ziemlich klare Ansage. Tesla plant übrigens jetzt, die Shanghai Gigafactory wieder aufzumachen. Das wird nicht wirklich gelingen, weil einfach die Lieferketten nicht wirklich funktionieren. Gleichwohl, China versucht jetzt auch nochmal in verschiedenen Regionen des Landes zu stimulieren. Also die gehen genau den entgegengesetzten Weg jetzt wieder. Die haben den Geist aus der Flasche gelassen, dann haben sie versucht, ihn wieder reinzudrücken und jetzt merken sie, das geht nicht. Jetzt wird wieder ein bisschen was rausgelassen. China ist ja so verschuldet wie kein anderes Land der Welt, wenn wir den Staatssektor, den Unternehmenssektor, der staatlich ist, mit reinnehmen. Ich wollte hier noch darauf hinweisen, auf diesen wunderbaren Artikel China Lockdown, ein Blick in den Maschinenraum der Wirtschaft mit sehr, sehr interessanten Punkten, die Sie unbedingt lesen sollten. Und vielleicht, wenn Sie masochistisch veranlagt sind, dann können Sie sich noch ein Video von mir antun. Was passiert mit der Wirtschaft 2022? Ein Interview, das ich gestern Abend mit Roger Bittel geführt habe, über das, was vielleicht auf uns zukommt. Diese beiden Artikel, China und eben das Gespräch zwischen Roger Bittel und mir unter dem Video. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend. Servus, ciao.